Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder mal drei Rezeptideen für euch. Diesmal geht es, wie ihr wahrscheinlich auch schon im Titel lesen konntet, um Mittagessen-Ideen. Ich würde mich sehr darüber freuen, falls ihr die Rezepte mal nachmacht, weil die sind alle super, super lecker, sage ich euch. Falls ja, schickt mir sehr gerne eure Bilder auf Instagram, darüber würde ich mich riesig freuen. Und ja, los geht's mit dem Video. Das erste Rezept ist ein Risotto-Rezept und dafür brauchen wir Apfelsaft, Tomaten, Basilikum, eine halbe Zwiebel, eine Knoblauchzehe, Kräuter der Provence, eine Zucchini, Reis, nehmt ihr aber wirklich Risotto-Reis und Dosentomaten. Ich habe hier die gestückelten Tomaten genommen. Im ersten Schritt müssen wir unsere Zwiebeln klein schneiden. Wie eigentlich bei jedem meiner Rezepte beginnen wir mit Zwiebeln und Knoblauch. Den Knoblauch könntet ihr natürlich auch durch eine Knoblauchpresse drücken oder fein reiben, aber ich habe mich heute dazu entschieden, den klein zu schneiden. Falls ihr das macht, achtet aber wirklich darauf, dass ihr euch dabei Zeit lasst und er wirklich sehr, sehr klein geschnitten wurde. Und dann werden wir unsere Zucchini halbieren und sie dann in mundgerechte Stücke schneiden. Die genauen Mengenangaben und für wie viele Leute zum Beispiel dieses Rezept hier gedacht ist, findet ihr wie immer unten in der Infobox. Die Cherry-Tomaten werde ich noch halbieren, damit wir sie gleich anbraten können. Vorher bereite ich aber erstmal mein Risotto vor und das heißt Zwiebeln und Knoblauch in Olivenöl andünsten, parallel aber auch die Zucchinis und die Tomaten. Wenn dann die Zwiebeln gut angedünstet sind, geben wir unseren Reis dazu und braten den kurz an, löschen das alles gut mit Apfelsaft ab und warten so lange, bis die Flüssigkeit verschwunden ist. Und dann geben wir auch schon unsere gestückelten Tomaten hinzu. Falls ihr allerdings nur die gestückelten Tomaten hinzugebt, dann werdet ihr schnell merken, dass euer Reis unten anfängt anzubrennen, weil er einfach zu wenig Flüssigkeit hat. Und deswegen gebt immer Stückchen für Stückchen nach etwas Wasser hinzu, bis er dann komplett durchgekocht ist. Das dauert so circa 20 Minuten. Geht immer wieder hin, rührt um und guckt, wie viel Flüssigkeit noch drin ist. Am Ende sieht er dann so aus. Allein so ist er schon ein Genuss. Er ist so lecker. Einfach so als Tomatenrisotto. Wir müssen den trotzdem noch würzen, das heißt Salz und Pfeffer aus der Mühle und sehr viel Kräuter der Provence, das gibt so das gewisse Etwas. Das rühren wir jetzt gut um und jetzt kommen nochmal die Zucchinis und die Tomaten hinzu, die wir parallel auch angebraten haben. Die geben wir jetzt zum Reis und werden das alles nochmal umrühren. Das ist einfach die beste Möglichkeit, damit die Komponenten ihren eigenen Geschmack nicht verlieren und das alles insgesamt doch sehr, sehr gut harmoniert. Und ich finde, jedes Mal, wenn man irgendwas mit Tomaten isst, braucht man Basilikum. Und deswegen gebe ich hier etwas Basilikum hinzu und das ist das Endergebnis. Es war so, so, so lecker. Probiert es auf jeden Fall aus. Es lohnt sich, auch gut zu mitnehmen übrigens. Genauso wie dieser Quinoa-Salat. Dafür brauchen wir Paprika, etwas Zitronensaft, Basilikum, eine Knoblauchzehe, Cherry-Tomaten, Feta, Avocado, Mais und Quinoa. Ich nehme den dunklen Quinoa, aber ihr könnt genauso gut auch den hellen nehmen. Da Quinoa, wenn man ihn nicht wäscht, so einen ekligen, bitteren Untergeschmack hat, beziehungsweise Unterton, dann müssen wir den jetzt sehr, sehr gut waschen und den koche ich jetzt mit der doppelten Menge an Wasser. In der Zwischenzeit bereiten wir unser Dressing vor, das heißt, ich gebe in eine Küchenmaschine Basilikum, eine Knoblauchzehe und Avocado mit etwas Wasser. Das sieht dann am Ende so aus von der Konsistenz und jetzt können wir auch schon weitergehen und unser Gemüse klein schneiden. Ich hatte hier Paprika und Tomaten, ihr könnt aber auch anderes Gemüse nehmen, einfach das, was ihr daheim habt und das schneiden wir jetzt in mundgerechte Stücke. Ich richte alles in einem Teller an. Wir machen nämlich sozusagen so eine kleine Bowl daraus. Ich habe die Quinoa, den Mais, Feta und noch das Gemüse jetzt hinzugegeben. Obendrauf natürlich das Dressing und jetzt verzieren wir nochmal alles schön. Das ist das Endergebnis. Echt richtig, richtig lecker. Vor allem, wenn ihr alle Komponenten so gemeinsam esst, dann schmeckt es wirklich am allerbesten. Richtig gut, vor allem super erfrischend. Ich bin ein kleiner Zerstörer, das heißt, ich mische am Ende immer alles, egal ob Schicht, Joghurt oder irgendwie eine Bowl. Ich kann das nicht, ich möchte immer alles zusammen essen. Ich gebe noch ein bisschen Feta drauf. So esse ich das persönlich am allerliebsten. Und das eignet sich genauso gut zum Mitnehmen. Die Gazpacho ist ein tolles Sommergericht. Und dafür brauchen wir eine Gurke, Paprika, Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Zitrone, etwas Weißbrot, Balsamico und Olivenöl.
Im ersten Schritt müssen wir eigentlich nur unser gesamtes Gemüse klein schneiden. Ihr könnt die Gazpacho in der Küchenmaschine machen, da klappt es sehr gut, oder im Mixer, das geht auch richtig, richtig gut. Ich hatte aber hier lediglich einen Pürierstab, mit dem hat es auch geklappt. Man braucht nur ein bisschen mehr Geduld als in der Küchenmaschine, aber trotzdem klappt es auch richtig gut. Ich gebe das immer alles sehr gerne in eine riesige Schüssel, damit eben alles genug Platz hat und man ohne Probleme alles zu einer Suppe verarbeiten kann. Wenn ihr alles gut püriert habt, sieht es am Ende so aus. Nicht so appetitlich, aber ich sag euch, das schmeckt so lecker. Ich gebe immer erst am Ende das Weißbrot hinzu. Das heißt, ich schneide das jetzt in kleine Stücke und gebe das jetzt in meine Gazpacho rein und lasse das ja erstmal so einweichen, damit mein Pürierstab es dann leichter hat zum Pürieren. In der Zwischenzeit kann ich schon alles gut würzen. Ich gebe ordentlich Chili rein, genauso wie Zitronensaft, etwas Olivenöl und etwas auch von meinem Balsamico. Und dann püriere ich nochmal alles gut durch, damit die Brotstückchen verschwinden und die Suppe einfach dicker wird. Das ist das Endergebnis. Wir haben das als Vorspeise gegessen. Deswegen habe ich hier so Mini-Schüsselchen. Es ist auch eine tolle Hauptspeise. Es ist super erfrischend. Sehr, sehr, sehr lecker im Sommer. Und generell alle drei Rezepte sind richtig gut. Ich würde mich freuen, falls ihr sie nachmacht. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Ich würde mich sehr drüber freuen. Und bis zum nächsten Mal.